Du bist ja wieder herzlich, du Shadow of Rome. Ja, wir werden heute uns die Habseligkeiten von Caesar schnappen. Oder uns besorgen. Aus einem ganz einfachen Grund, damit wir wissen, wer der Verschwörer ist. Von der ganzen Bande. Wenn ich mich nicht irre, kommt auch vom Schleichpart gar nicht mehr so viel. Bald geht's, also es kommt wahrscheinlich, also die Sequenz noch und dann noch eine, aber ich hab's nicht mehr so ganz genau, weiß ich da nicht mehr. Also ich will mir jetzt nicht darauf festlegen. Nehmen wir, jetzt haben wir noch ein paar Arena-Kämpfe vor uns auf jeden Fall, das wird cool. Und schwerer. Erstmal muss ich jetzt überlegen, wie ich nochmal wieder in die Bude reinkomme. Die lassen sich ja nicht immer gleich natzen. Ich glaube, das hatte irgendwas mit dem Pferd zu tun. Was sagst du denn? Was sagst du dazu? Na, 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 na. Ja, man muss das Pferd erschrecken. Also ich glaube, das ging mit einem Apfel. Ich weiß es nicht mehr genau. Wir gucken mal. Ach ja, ich hoffe, ich schaffe das Spiel, also mal wieder. Also ich habe es einmal, habe ich schon mal durchgeschafft. Aber das war einfach so und ohne ein bisschen Verzögerung. Hier habe ich ja ein bisschen Verzögerung von ein paar Millisekunden, aber das sollte eigentlich klappen. In den Arena-Kämpfen, also. Kriegen wir schon hin, also. Ja. Hallo Pferd. Au. Das tut weh. Wir ziehen uns die Rüstung an, einfach weil wir es können. Sind jetzt alle mitten einfach auf die Straße gelaufen? Ihr seid schon dumm. Und nein, okay, ist nichts, okay, gut, dann können wir jetzt einfach hier rein. Wenn man alle Wachen einfach überfahren hat und können uns der Aufgabe widmen. Wir müssen da oben rein, okay. Pff, sieht noch leicht aus. Aber man kennt mich ja. Ich und Schleichen. Wir sind ein Todfeind in diesem Spiel. Aber das sieht noch relativ gelassen aus. Wenn man Glücksmünzen haben will, dann muss man natürlich ein bisschen mehr auf sich bringen, wie man sieht. Aber so. Tch. Sag nicht, kein Schlüssel oder so. Das war so klar. Bist du hier, Kellerschlüssel? Wir gehen einfach mal rein und gucken. Klingt am logischen, oh, weil da weniger Wachen. Ah ja. Ist alles okay? Ich habe gehört, dass der Tithers aus seinen Unterground-Quarters ist. Don't worry. The gate downstairs is locked. Pontius is taking the key to Decius as we speak. But I'm frightened. What will happen if it breaks down the gate? If that happens, I shall protect you. You will? You are so brave. Ja, ein ganz harter Legionär. Ja, wir gehen einfach mal hier runter. Oh ne, wenn ich da runter gehe, wäre dumm. Ich gehe lieber hier oben her. In die Richtung, genau. Hm, wo kriege ich den Kellerschlüssel her? Es ist so dumm, weil ich keine Ahnung hab. Ah, da hinten kann ich auch noch her. Ah, okay, machen wir das einfach. Und eine silberne Glücksmünze liegt da rum. Ach ja, wenn das Projekt hier fertig ist, dann läuft natürlich immer noch Amnesia, weil pff, ich werde ja immer gefragt, Amnesia immer weiter. Aber Amnesia, pff, zur Zeit, es liegt nicht daran, dass ich jetzt Angst vor dem Spiel habe. Es ist ja klar, dass ich Angst habe, aber es liegt auch einfach daran, dass ich zur Zeit einfach nicht die Lust habe, das Spiel zu spielen. Und wenn das ist, dann ist das halt so, dann muss man das akzeptieren. Und aber was ich sagen wollte, es läuft dann halt Amnesia weiter, nachdem Shadow of Rome fertig ist. Und mit Amnesia läuft auch dann wieder Monkey Island. Wo
ich mich wirklich auch sehr darauf freue, dass es dann endlich mit diesem Spiel weitergeht. Ich glaube, das freuen mehrere, nicht nur mich. Blumenvase. Okay, damit müssen wir dann wahrscheinlich die Gegner eine Full Box, ne? Dann geben wir ordentlich eine. Ordentlich eine Bombe. Scheiße, ich guck zu viel von dir. Rap Battle Parodie, ne? Und Klicksu. Ich sollte damit aufhören. So. Kommt der bis hin? Ach, der ist so dumm, die KI. Ja, war klar. Schlaf gut. Na komm! Oh Mann. Das hätte in die Hose gehen können. So. Yep, jetzt müssen wir noch gucken, wie wir den anderen da umhauen können. Ich habe noch keine Ahnung. Ich sehe irgendwie, dass es interessant ist. Nein. Kann ich mich vielleicht von der Seite näher mit der Vase überziehen? Das kann natürlich sein. Prüfen wir das mal. Sonst kann ich einfach wegrennen und mich da in so ein Ding verstecken. Das ist nicht das Problem. Okay, es geht nicht. Wenn ich mal gerade bedenke, du kannst ja sowieso nichts machen. Ich habe eine geilere Idee. Ich konnte pfeifen, wenn ich mich nicht irre. Wie konnte ich pfeifen? Verstecken, verstecken. Das muss doch klappen. Also. Na komm, renn weiter. Na klar, hab ne Idee. Der Hund, ey. Der schlaue Bastard. Oh fuck, ey. Ja, wir machen einen kurzen Schnitt und wir sehen uns dann gleich an der Stelle wieder. Ja, es geht weiter. Ich stehe jetzt hier oben. Ich habe den ein bisschen ausgetrickst, den Typen. War ganz lustig. Jetzt muss ich mal eben gucken, wie es weitergeht. Habe ich nämlich noch gar keine Ahnung. Weil wir haben hier doch schon ein paar böse Feinde. Eine Ratte. Wie ging das nochmal? Ich bin Angestellter. Ich hab eine Rüstung. Ihr miesen Hunde. Ja, ich weiß genau, dass man da nicht einfach, so wie man sich das vorgestellt hat, reinspazieren kann. Ich glaube, ich muss die Ratte werfen bei der Hausfrau da hinten rein. Für den Weltfrieden, Ratte! Au. Komm her, Ratte. Tut mir leid, Rattin. Ratti. What was that noise? Ich finde mich sowieso nicht, ihr Noobs. Weil der Typ da... Oh mein Gott! Ich will mich hier nur mal umgucken. Ey, ich hab mich nur mit dem Schild geboxt, das ist doch noch gar nichts. Okay. Okay.
Ah, 2 Minuten noch in etwa und dann muss ich den Schnitt moin. Wie gehen die dann das? Ah, wie mache ich das denn jetzt hier? Ich habe keine Ahnung mehr, wie man das machen musste. Ist das Honig? Ein lecker Honig da. Geht das, wenn ich hier von da einfach... Hey! Ah, wie die mich suchen und mich nicht finden. Oops. Ah, die hat die Ratte gesehen. Jetzt muss ich nur noch aufpassen. Jetzt kann ich da hinten rein. Wenn die mit der Frau beschäftigt sind und mir die Glücksmünze schnappen. Gut, ich habe keine Ahnung mehr, wie das funktionierte. What are you doing? Hä? Muss ich da echt nachgucken? Ich habe jetzt auch hier keine irgendwie Bekleidung oder so. Hm. Ja, ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Ich würde mal sagen, ich mache hier auch Schluss dann und ich guck mal nach, wie das nochmal genau ging. Dann sehen wir uns morgen wieder, oder nächstes Mal wieder, wenn die nächste Folge kommt. Weiß ich nicht, ob die jetzt morgen kommt. Liegt ja immer in meiner Faulheit. Und dann sehen wir mal, was wir an der Stelle weitermachen können. Also bis dann.